die Stimme ihres Volkes. Die bösen Onkels zählen auf eine 500.000 Fans. Umstritten, verhasst, erfolgreich. Jenseits aller Promotion-Maschinerie. Geschichte machen, Wetten sollen fliehen, die Schwarzen sollen krachen, der Widerstand wächst mit größeren Zielen, die existieren wirklich zum Verhängnis von vielen. Die Onkels machen sehr, sehr kraftvolle Musik und schicken eine wahnsinnige Power da durch die Boxen. Und viele Texte haben einfach einen absoluten Hass, der super nachzuvollziehen ist. Also ich kann die Kraft verstehen, die die Band hat auf Leute. Wir sind im Prinzip die einzigste Band, bei der es nicht mal funktioniert hat, als man uns versucht hat, mundtot zu machen. Das gefällt den Leuten. Dass wir denen alle einen nackten Arsch gezeigt haben und gesagt haben, weißt du, egal was ihr von uns wollt, wir ziehen unser Ding durch. Und genau das Durchhaltevermögen fehlt vielen Leuten. Und sie hätten es aber gerne. Und vielleicht haben wir es dann in Form der Onkels. 1983 starten die Onkels als Punkband, mutieren bald zu Skinheads und verbringen Jahre in der rechten Ecke. Immer wieder betonen die bösen Onkels ihre Läuterung. Allein kaum einer glaubt ihnen. Mit der Problematik oder der Tatsache, dass ich Deutscher bin, die war mir im Prinzip nie bewusst oder die war mir einfach egal. Und die wurde dann auf einmal als Skin ja in irgendeiner Form wichtig. Hab mich dann aber auch relativ früh gefragt, ja sag mal, also wenn ich mich nur darüber definiere, Deutscher zu sein, dann kann hier irgendwas auch nicht stimmen. Wenn ich nur stolz auf mein Vaterland sein kann und nicht auf mich selbst, dann habe ich irgendwas am Rad. Hier sind neue fromme Lieder von den Engeln in Zivil. Nichts ist so zeilig, Gott sei nicht zu viel. Die haben diese Nummer Türken raus irgendwann mal verbrochen, was nicht okay war, was aber auch erklärbar ist. Also das ist eine Nummer, die, wie man mir erklärte, entstanden ist zu einer Zeit, als sich in Frankfurt Rocker und Popper gekloppt haben und die Popper waren in der Regel Türken. Böse Onkel steht für mich wie eine rechte Wut. Also der Name ist für mich ein Überbegriff für eine rechte Bewegung. Egal, ob sich davon abkehren oder davon lossagen. Für mich ist das einfach Etikettenschwindel. Und dann hätten sie meiner Meinung nach konsequenterweise den Namen ändern sollen. Ach, ich glaube, das ist so ein generelles Problem. Auch der Deutschen vielleicht, dass man einerseits sagen die Leute, man muss sich auch verändern können und man muss sich auch weiterentwickeln. Nur wenn es dann jemand tut, dann glaubt man es eh nicht. Ich würde mich mir wohl in meiner Haut vorkommen, wenn ich in ihrer Haut wäre und keinen mit meiner Vergangenheit abgeschlossen hätte, dann würde ich mir selber vorwerfen, warum ich nicht noch eindeutiger Stellung beziehe zu einer anderen Richtung. Ne? Und ich würde sämtliche Zweideutigkeiten fortan in meinem Leben vermeiden. Soundtrack für die Asylantenjagd oder einfach nur kraftvolle Rockmusik für Underdogs? Die immerwährende Diskussion um die deutsche Befindlichkeit. 50 Jahre Popmusik. 50 Jahre Jugendkultur. 50 Jahre Hysterie, Rebellion und Party. She looks when I was born.